Hallo, willkommen zum nächsten Replay. Das ist Runde 2, Game 2 zwischen Pepsi und Smoko. Und wir haben Panzerlite auf dieser Map. Hat man auf der Map schon Panzerlite gehabt? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sehr selten in generell und auf der Map, glaube ich, noch seltener. Was interessant ist, weil viele sagen, das wäre eine US-Map. Aber das ist vielleicht auch genau der Grund, warum das so gewählt wurde. Also, nee, wobei hat das ja mit Absicht gewählt. Also, letztes Spiel war ja Wehrmacht, hat Smoko wahrscheinlich gewählt gehabt. Wie gesagt, die haben sich nicht ganz an die Hostregeln immer gehalten und da kann ich nie beschwören, aber eigentlich müsste Smoko beim letzten Mal Wehrmacht gewählt haben. Und dann hat er jetzt hier gesagt, er wählt Panzerlite, hätte aber auch Wehrmacht wählen können, wenn er wollte, wollte aber mit Absicht nicht machen. Obwohl, wie gesagt, die Diskussion immer noch ist, ne, Wehrmacht völlig OP und sowas wie Panzerlite eher nicht, ne? Und Britisch schon mal gar nicht. Pius, 4. Oder Engineer ist meinetwegen. Das Problem, was ich jetzt für den PEler sehe auf der Map ist, also wenn er einen 4-Engineer-Start gegen sich hat, naja, was bedeutet das denn? Dass der die Map sowieso noch schneller kappt gegen PEler, als es sonst machen würde und gleich Flammenwerfer hat, um die Infanteristen noch gleichzeitig zu kontern. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass der PEler in einem strukturellen Nachteil hier ist, bis zum Midgame. Vielleicht wäre diese Idee, die Dumetevi letztens gemacht hat, mit Scoutcast zu beginnen, deshalb hier besser gewesen. Sind ja auch schön dicke Punkte, wo man den als Lockdown hinsetzen kann, den Scoutcast, für ein paar extra Ressourcen. Aber er hat im Prinzip jetzt schon die Ressource, ne, er kappt besser und hat gleich einen Hardcounter für die Kämpfe. Also das sieht jetzt schon für einen Amerikaner ein Stück besser aus, hätte ich gesagt. Und wenn dann gleich die ganzen Fahrzeuge kommen, liegen auch überall die Minen rum. Mal sehen. Übrigens, der beste Move bisher, weil ich immer wieder lese, scheint im Moment zu sein, die Aktion von Dumetevim, wo er mit dem Briten-Truck einfach durch Saint-Dumer geheizt ist und Deckung weggesemmelt hat, ne? Und sie dann aufgestellt hat und im Prinzip war das Spiel dann verloren. Aber das scheint bisher der beste Move zu sein. Das lese ich immer wieder als Kommentar dazu. Ich habe ihm das dann gesagt und er hat geschrieben, wie hat er das genau ausgedrückt? 500 IQ-Move oder so. Ja, Cover zu removen. Hat er, glaube ich, also er meint, das wäre wohl nicht würdig zu würdigen, der Move. So verstehe ich das Kommentar zumindest da dran. Aber ihr könnt das natürlich trotzdem als Würdigung nehmen, ne? Und dann kriegt ihr den Performance-Preis, wenn das alle weiter sagen, dass der beste Move bisher im Spiel war. Ja, ne, die Grenz, das kann jetzt funktionieren, aber trotzdem da ein paar Schäden. Das ist jetzt hier natürlich zu wenig mit den zwei, ne? Und er hat schon zu viel weggenommen. Ja, war das Timing bei Smoko halt nicht gestimmt, ne? Der hätte jetzt warten müssen, bis sie zusammen da waren. Der wird trotzdem gewinnen, weil, also normalerweise gewinnt halt ein Rifle ohne Probleme gegen einen Panzergrenadier. Ja, Verstärkung. Ja, man sieht schon, wie die Map Control so langsam problematisch wird. Also, das Ding ist halt, dass er gerade die Fünfer-Mun nimmt, ne? Und vielleicht hat er auch keine andere Wahl, aber die Munition, dieser 16er da oben zum Beispiel, ja, und der 10er vielleicht danach. Also, die Munition wollte dem Amerikaner nicht geben. Der will jetzt gleich drei Flammenwerfer haben und Minen oder sowas, ja? Vielleicht sogar einen vierten Flammenwerfer. Also, ich denke, dass in diesen Spielsituationen die Munition dem Amerikaner entzogen werden muss. Das fände ich schon sehr, sehr wichtig. Er kämpft jetzt hier unten um den Treibstoff. Ja, der ist auch im Wasser, erwischt er ihn jetzt eiskalt aus der Deckung. Das ist natürlich sehr nice, der Fight. Aber das erinnert nicht daran, dass es ein Munitionsproblem gibt. Also, dass der Amerikaner zu viel Munition hat für mich persönlich. Nutzt er sehr gut die Deckung. Ja, und die Munition da oben, also ist jetzt gleich astronomisch, wie viel Munition der Amerikaner hat, ne? Also, jetzt 37, gleich hat er 47 Munition. Das ist also mehr als genug wahrscheinlich, damit er jetzt langsam alle möglichen bösen Sachen macht. Also ich würde jetzt schon wahrscheinlich einstellen und hier langsam Minen legen. Nicht am Punkt, ne, weil das Kettenkratzer durchfährt, aber vielleicht so diese Wege jetzt schon verminen. Ich würde das gleich zu Ende kappen wahrscheinlich. Ich würde lieber die Minenpriorität einräumen. Ja, aber er hat jetzt hier die ganzen Pios überall stehen. Da ist ein Flammenwerfer, lohnt sich jetzt eh nicht. Also ich würde das jetzt nicht alles verminen, aber so zwei, drei Minen, ne? Hat er wahrscheinlich auch gemacht. Er hat gerade den Munden weg. Ich hoffe, er hat das mit dem, genau, macht das mit den Minen. Also, das finde ich auch eine sehr schöne Aktion. Ich weiß noch nicht, ob er den Flammenwerfer vergeben muss in der Situation. Stehen hier eigentlich gar keine Infanteriekämpfe an derzeit. Aber es ist wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn man einen im Arsenal hat.
Muss man aber dann mit dem Rifle bewegen, ne? Also allein hat er auch keine Chance. Und mit dem kaputten Pio auch nicht. Also der muss schon jetzt zusammen mit dem Rifle irgendwie kommen. Ja, die Map Control vom Amerikaner ist super. Das Einkommen ist super und der kappt sogar noch weiter. Der Kampf ist vorbei, das hast du noch nicht mitbekommen, glaube ich, ne? Okay. Mine wurde gesprengt, da war das Kettengrad. Er hat Luftwaffe gewählt, habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Das war unsichtbares Kettengrad. Ist vielleicht auch eine Überlegung wert, jetzt wo die Map fertig gekappt ist und überall Minen hingelegt werden, ah, er macht schön zu, ein zweites zu bauen, Kettengrad. Also man kann ja immer wieder dann alles kappen an den Flanken. Das Kettengrad ist ja viel, viel schneller und preiswerter da als jetzt ein Rifle oder ein Pio meinetwegen. Ein Rifle und ein Kettengrad und ein Pio kosten ungefähr gleich viel. Und da ein zweites Kettengrad einfach jetzt, wo alle irgendwie die Kämpfe suchen und da um auch an den Minen vor allem vorbeizufahren, das wäre, glaube ich, schon wertvoll. Machst du das richtig da, direkt da vor dem Haus so? Sind aber keine Schäden, witzigerweise, okay. Ist nur zwei Fenster, ne? Auch nicht schlecht. Ja, und jetzt ist hier, ne, der Amerikaner müsste jetzt Truppen da natürlich ranbringen. Das ist jetzt ein bisschen eine Unterzahl, also das ist ein bisschen, ist ja gar nichts, was er da hat. Die Einheiten sind halt am Kappen oder in der Base oder sowas, ne? Baut jetzt ein T3. Macht ja schön mit dem Haus, immer wieder rein, raus, immer wieder den Schüssen ausweichen und den Block. Er konnte halt nicht näher rangehen wegen dem Flammenwerfer. Da wartet er durchs Wasser. Warum eigentlich? Also dem würde ich irgendwann. Er hat diesen Flammenwerfer ausgegeben, aber in dem Zustand kann der ja nicht kämpfen, ne? Er hat unterdrückt langsam. Das Leiden auf der Mine. Was macht man so im Zweiten Weltkrieg, wenn man Langeweile hat? Luftwaffenskorps für Reparatur. Oh, den einen Flammenwerfer kann er gucken, wenn er das richtig macht. Also, wie sieht richtig jetzt aus? Nach hinten gehen, Unterdrückungsfeuer anmachen. Na gut, er wollte jetzt den Rifle haben, das geht vielleicht auch. Ja, das kriegt er sogar hin. Zur Not Unterdrückungsfeuer anmachen. Nein! Oh, er hat es geschafft! Der letzte Schuss. Aber Unterdrückungsfeuer hätte halt auch funktioniert, er wäre sicherer gewesen. Dann wären die langsamer auf dem Rückzug. Ja, also für meinen Geschmack ist Moko zu viel am Kappen. Ne? Also, er hat ja jetzt auch hier einen Cut-Off bekommen, sogar deshalb. Also, diese Cup-Wettbewerbe bringen halt nichts, wenn ihr viele Sachen cappt und der Gegner euch einen Cut-Off bringt und wenn ihr gleichzeitig die Kämpfe verliert. Also, ein Rifle-Fuck ist halt brutal. Ne? Und zu dem Rifle-Fuck hat er den Cut-Off noch da bekommen. Also, der hat sich da auf das falsche Positioning eingestuft. Oh, der ist auch gleich tot. Also, da muss man schon sagen, ihr müsst natürlich gucken, wann ihr stärker seid. Und mit dem Flammenwerfer und einem guten Mund hätte er, glaube ich, schon pushen können, ein Stück weit. Oder ihr müsst zumindest die Cut-Offs dann halten. Aber beides hat er durch sein Positioning, glaube ich, jetzt ein bisschen aus der Hand gegeben. T-17, sehr schöne Einheit gegen Panzerelite. Also ich denke schon, dass er einen Vorteil hatte und den nicht hätte aus der Hand geben müssen. Da kommt das AT-HT raus. Halt auch ein ungewöhnlicher Tech, ne? Die meisten Leute machen halt ACs, wie ihr wisst. Und er hat sich fürs Infanterie-Halfwerk entschieden, vielleicht auch gerade eben, weil die Map so groß ist, man dann überall reinforcen kann. Hat, glaube ich, noch nichts gewählt. Hat halt die ganze Mun wieder verloren. Aber wenn er die Mun halt irgendwie sichert, ne, sagen wir mal, er sichert die Mun und dann den einen 16er zum Beispiel, wenn er da unten oder da oben, vielleicht sogar ein OP drauf spielen und alles irgendwie absichern, dann kann man Airborne halt spielen von oben bis unten. Ne? Das ist, glaube ich, schon keine schlechte Sache. Ich vermisse aber noch so ein bisschen die Strategie auf beiden Seiten. Im Moment habe ich das Gefühl, dass die wie aufgeschreckte Hühner beide ein bisschen rumlaufen, wenn ich so sagen darf. Also immer mal da einen Trupp und dann ziehen sie sich zurück, dann wird da gekappt und hier gekappt und hin und her. Weiß noch nicht, wo die Reise dahin geht. Also was hier zum Beispiel, da könnt ihr doch gar nicht mitarbeiten als Flammenwerfer. Da müsste man schon einen Heal bauen hier vorne und er hat ja die Ressourcen für den Heal, ne? Also hätte ich jetzt schon Priorität eingeräumt. Zumal eben das Infanterie-Hardwork auch sehr deutlich sagt, es wird Infanteriekämpfe geben, die im Feld auch noch reinforcen. Also da gibt es dann nochmal einen Grund mehr. Da Leute zu haben, die halt kämpfen können, nonstop, und das geht nur mit Lebenspunkten. Ja, was denn? Kein Führerschein! Was hat das AT-HT? Und jetzt muss er mit dem T-17 natürlich hart aufpassen, ne? Wenn er jetzt Motorschaden kriegt, dann hat er schnell hinter sich. Also ist jetzt wirklich, darf er sich nicht, glaube ich, zu sehr auf ein gegnerisches Gebiet begeben. Infanterie, voll. Ja,
ne, kann er den vielleicht sogar fucken. Einfach hinterherfahren, ist natürlich gefährlich wegen den Minen. Also riskiert er auch eine große Lippe, wenn er jetzt hinterherfährt. Genau, macht er dann auch nicht. Und in der Mitte kommt jetzt gleich der große epische Fight. T17, da kommt das AT-HT angefahren. Einfach hinter das Haus fahren, dann ist man direkt sicher. Oh, im Rückwärtsgang. Bist du sicher, dass es richtig rumsteht, die Karre? Okay, sehr eilig gehabt, wollte nicht mal drehen. Okay. Bam, 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 bam. Klar, hinfahren, aussteigen, muss man jetzt allerdings noch mit Sticky ein bisschen aufpassen, aber eine tötet den auch nicht. Ja, und auch wieder geklärt im Prinzip. Und dann schießen die halt alle fleißig da raus in jede Richtung. Bam, 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 bam. Das ist eigentlich... Du bist doch... Nee, du bist ja ein Dreimann-Squad. Ich frage mich, wenn er vier Mann hat, ob er dann hinten auf der linken Seite hier sitzt. Nexus. Also Einkommen ist auf jeden Fall sehr gut vom PEla jetzt wieder. Geht aber auch gerade Flirtibus. Aber das ist, was ich meine, es wird gekappt und gekappt. Also das ist ungewöhnlich viel Kapparbeit für so ein Level. Kappen, kappen, kappen. Also kappen ist wichtig, ich verstehe mich da nicht falsch. Aber für gewöhnlich ist das eher so eine Randerscheinung nebenbei, weil man erst die Kämpfe sucht vor dem Kappen. Und wenn halt alle Einheiten immer wieder kappen hier, sind ja jetzt hier drei gewesen gleichzeitig, dann ist, wenn man die Kämpfe sucht, man natürlich Unterzahl, ne? Motorschaden. So. Ist die Reparatur aber schon vor Ort. Nice. Aber direkt wieder rangeschraubt. Also an der Stelle ist das auch eher ungewöhnlich, dass er gut da abschneidet. Und er braucht natürlich Ewigkeiten für einen Kill, ne? Ich würde doch hier ein bisschen aufpassen. A, wegen dem Fuck. Und B, wenn der Wert 1 bekommt, dann kriegt er extrem viele Lebenspunkte. Und wenn er jetzt gleich noch mehr Kills sammelt, passiert das früher oder später. Ja, zweiter T17. Und zweites AT-HT. Da muss man aber jetzt rückwärts fahren. Also man darf jetzt hier nicht mit dem Feuer austauschen. Also nicht mit beiden gleichzeitig. Infanterie Hardtrack, dritter T17, jetzt geht die Party los. Go, go. Aber also es ist schön, dass sie alle die Fahrzeuge bringen, aber guck mal, wie viele Leute da oben noch rumlaufen. Ne? Hier, das wäre nicht wichtig, unwichtig im Kampf zu haben. So Reparatur hat er jetzt angemacht, also er hat jetzt Tanktop gegangen, damit die Motoren alle repariert werden. Dann will die T17-Kampf jetzt gewinnen. Und tatsächlich wird das jetzt auch katastrophal für den PEla. Also drei T17 und dann die Reparatur jetzt noch an. Jetzt wird er alles vernichten vom PEla. Ne? Dann hat er keine Panzerschrecks und nix, ja. Also er hat jetzt gar keine AT mehr. Er verliert jetzt alle Fahrzeuge und alle Infanteristen müssen runter und dann wird der Amerikaner alles kappen. Also diese Reparaturgeschichte mit den drei T-17, das haben wir auch auf Saint Lemaire schon mal gesehen, wenn euch erinnert. Das ist einfach ein sehr großer Killer-Move gegen Panzerelite. Und ich habe das Gefühl, dass der PEla vielleicht das ein bisschen unterschätzt hat, die Bedrohung dadurch. Er hätte Tanktop gehen können mit Tellaminen und sowas. Oder hätte Panzerschrecks bauen können, aber das hat er auch nicht gemacht. Ne? Oder auf Marder gehen oder was weiß ich nicht alles. Also... Er hat wirklich gedacht, da kommt nur ein T-17 oder maximal zwei, wo die Motoren kaputt machen, dann ist er keine Bedrohung. Er hat nicht mit diesem harten Push auf T-17 mit Reparatur gerechnet, obwohl wir das tatsächlich, wie gesagt, im Turnier und in Practice mehr als einmal schon gesehen haben. Das scheint gegen Panzerelite sehr beliebt zu sein. Ja, und auch sehr erfolgreich, wie wir jetzt hier sehen. Was machst du da? Picknick? Warum steht er da oben? Er wartet auf das Ketten oder was? Ja, hat jetzt seine Fahrzeuge alle eingebüßt. Ne? Hat er sich zwei Sketten gerade gebaut, wie ich gerade sehe. Aber er hat jetzt alle Fahrzeuge verloren. Und, ne? Also Infanterie Halftrack und zwei AT-HTs. Das ist super brutal. Und der Gegner hat noch alle drei T-17 und sogar mit Wett 1. Ne? Was, wie gesagt, die Dinger zu Biestern macht einfach von den Lebenspunkten. Sieht man den Sandsäcken. Dann wird der Rest der Map halt auch geklärt und er kriegt quasi von der Reparaturtruppe nichts raus, weil man will reparieren, wenn er kein Fahrzeug hat, ne? Also ich bin noch ein T1, um Gottes Willen. Ja, oh, ich würde direkt nach Hause gehen. Also da sehe ich kein Land mehr für den PEla jetzt leider. Er hätte halt, also Infanterie Half-Track normalerweise mit Panzerschrecks ist tatsächlich gar nicht schlecht gegen Fahrzeuge. Also vielleicht wäre wirklich Panzerschrecks gar nicht mal schlecht gewesen zu machen, aber er hat überall G43 ausgegeben. Und die müssen natürlich irgendwo auch, da kommt der erste Panzerschreck, gegen die Flammenwerfer bestehen. Aber weil die nie geheilt werden, kann das sogar funktionieren. Naja, aber eine Panzerschreck gegen 4 T17. Also ihr kennt das schon, der Block wird natürlich jetzt immer größer und gleich hat er nochmal eine Reparatur. Die profitieren halt davon, wenn sie im Schwarm kommen, ne, weil die Reparatur den ganzen Schwarm repariert. Naja, also da kommt er nicht mehr raus. Seit er die Fahrzeuge verloren hat, ist das jetzt einfach nur ein Schneeball. Also schön von Smoko sich hier runtergespielt, sogar Wett 2 schon. Frag mich nicht, warum die Leute nicht öfter T17 spielen. T17 ist wirklich scheiße. Ist nur gegen PE anwendbar, meiner Meinung nach. Und auch da unter gewissen Bedingungen eigentlich nur. Das kann er mit denen sogar noch kappen nebenbei. Ne?
Also er hat ihn hier vollkommen im Griff mit der Strategie. Das hat er wirklich schön gemacht. Ja, was will er machen? Also, er gehört sowieso ihm. Also, ich sehe da jetzt, also, was soll er anstellen? Also, wie gesagt, ne, Hetzer wäre ein Comeback gewesen, wobei einer auch ein bisschen wenig wäre. Aber ist ja keine Option für Luftwaffe. Und mit den G43 wird er die Dinger nicht knacken, das wird nicht kommen. Hat hier zwei Kettenkräder halt hinten. Weiß nicht genau, worauf er da wartet. Neuen Gren geholt. Das Ding ist halt, der kann jetzt auch nicht sagen, geht einfach mal auf Panther, ne? Das dauert so Ewigkeiten, bis er da hinkommt. Das ist niemals eine Option. Man hat eh keine Ressourcen, um dann irgendwie in absehbarer Zeit was zu bauen. Das geht in die Ecke. Er möchte wohl nicht aufgeben. Ja, die Vierlinge, was sollen die denn da kaputt machen? Ja, da passiert ja gar nichts. Aber wenn er stehen bleibt, trifft er die auch besser. Also nicht so ganz schlüssig, er hat Heal freigeschaltet für die Infanterie. Nicht so ganz schlüssig, was jetzt Pepsi da glaubt, was er noch machen kann. Ich meine, er muss ja nicht früher aufgeben. Ich wundere mich nur, ob er wirklich glaubt, dass da noch irgendwas zu machen ist. Der Parturdog war vielleicht ein bisschen unnötig früh an, also der trollt jetzt, glaube ich, inzwischen. Ja, das kann er da aufräumen. Und jetzt schießt er sich da halt dumm und dämlich. Hat er gerade selbst das Gebäude vernichtet? Wenn die Panzerstrecke schießen kann, ist ja da hinten. Er hat es doch gerade gar nicht kaputt. Das war, glaube ich, jetzt Pepsi, der ein Gebäude vernichtet hat, ne? Aufgelöst hat. Bam. Ja, jetzt bereut das wahrscheinlich, dass er G43 ausschließlich ausgegeben hat. Oft ist es auch so, dass man denkt, schön. Oft ist es auch, guck, ist ja so, dass man das G43 auch gar nicht braucht, ne? Das ist meine persönliche Erfahrung. Ist nice, wenn man es hat, keine Frage. Und GG. Aber man braucht es nicht wirklich oft, also. Das waren ja keine harten Infanterie-Fights, ne? Und dadurch hatten sie die Option und die Munition gleichzeitig genommen, mehr Panzerspeck zu haben, um eben diese T-17-Strategie zu kontern. Hat er vorher nicht gewusst, dass sie kommen, klar, aber das ist eben eine Aufstellen, flexible Aufstellen ist da vielleicht auch eine ganz gute Maßnahme. Jo, also Smoke hat das gewonnen, steht also 1-1 in der Partie von denen.